Emmy, hast du das Gefühl, irgendwas falsch gemacht zu haben? Auf jeden Fall. Also ich konnte bei den letzten Bildern auch nicht mehr hingucken. Vielleicht war ich noch nicht bereit für eine ernste Beziehung, so wie ich es vielleicht eigentlich gedacht hatte von mir. Ich muss sagen, heute bin ich in einer Beziehung mit einem anderen Mann. Und diese Emmy hat überhaupt nichts mit der jetzigen zu tun. Und das kann ich wirklich mit Stolz sagen, weil das würde nie wieder vorkommen, sowas. Ich muss auch wirklich, wirklich zugeben, mir ist das auch echt peinlich. Aber warum hast du es gemacht? Ich glaube, du bist in diesem Moment in einer eigenen Welt drinne, die einfach schön ausgemalt ist und ganz viel Spaß und man trinkt und man vergisst einfach dann manchmal auch das, wo man hier eigentlich ist und dass das eigentlich dann das ganze Land sehen wird. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt, dass du für Diogo deine Beziehung zu Udo aufs Spiel gesetzt hast? Ich finde natürlich, Udo hat das nicht verdient. Es tut mir auch unfassbar leid, was da passiert ist. Aber mir hat das bewiesen, was ich von mir sehen musste, dass ich einfach nicht bereit war, mit ihm diese Beziehung zu führen, wie ich sie mir gewünscht hatte. Udo, glaubst du, es gab Gründe, die Emmy sozusagen in Diogos Arme getrieben haben? Es gab mit Sicherheit ein paar provokante Bilder von mir, die ich möchte fair bleiben, die ich aber nicht mit deinen Bildern aufwiegen kann. Also natürlich habe ich mich da auch mal massieren lassen und hast mit Sicherheit auch Sachen zu sehen bekommen, die dir überhaupt nicht gefallen. Generell habe ich ja gar nicht ihrem Typen entsprochen. Also ich bin ein kleiner 1,50 Hampelmann, der aussieht wie ein Portmayo. Und Emmy steht eben auf Latinos, sagt man Latinos, Jogos. Das hat sie ja wahrscheinlich auch noch mal gemerkt. Ja, aber das Aussehen, das habe ich auch eigentlich da in dem Sinne, in dem Moment mit Udo auch gemerkt, spielt nicht immer eine Rolle. Also ich stehe auch gar nicht auf dieses ein perfekter, hübscher Mann. Das will ich auch gar nicht. Mein jetziger Freund ist auch kein Topmodel. Ich brauche das Gefühl und das Innere von einem Menschen, um da eine gesunde Beziehung führen zu können. Und das habe ich bei ihm in dem Moment einfach damals gefunden und das hat mich damals auch an ihn dann gebunden. Ja, du hast es in ihm gesehen, in ihm gefunden, aber dann auch irgendwo verloren.